Weil ich damit gerechnet, dass wir jetzt in das Ding einsteigen und da war es das gewesen mit Kapitel Nummer 14. Es geht ja noch weiter. Holy shit. Ach so, oh, wir sind jetzt bei den Zügen, glaube ich, gleich, ne? Alter, warum liegt hier so viel Gehirn rum? Wurde etwa Einstein erschossen oder was? Okay. Spiel, warum gibst du mir gerade so viele Sachen? Der war da nicht mal gut versteckt. Warum habe ich das Gefühl, dass gleich wieder Gegner kommen, weil das schon ziemlich offen ist hier, dieses Gebiet, wo wir gerade sind? Das sieht gerade echt gut aus, das Spiel, ne? Das sieht gerade echt gut aus. Dafür, dass es schon... Warte mal, wie alt ist das Spiel? Vier? Drei Jahre, glaube ich, ne? Drei fucking Jahre, Mann. Obwohl, das geht noch. Wie zur Hölle bist du hier reingekommen, Alter? Und wer hat sich daran gekettet? Meine Güte. Sachen, die wir niemals erfahren werden. Wow! Du. Du gleich wirst. Und sterben. Wirst. Oh mein Gott, woher wusste ich das? Wo steht das Wirst auf einmal? Ach so, vor mir. Okay. Das war jetzt nicht so scary, wenn ich ehrlich bin, weil ich einfach die falsche Richtung geguckt habe. Wo ist das Sterben? Du, das kann auch sein, dass er am Schiff überleben. Leiden. Ach so, ja, okay, suffer, ne? Oh shit, man, oh shit! Ja, ich finde das immer noch cool. Dieses, du bist auf einmal da, auf einmal boom, bist du komplett woanders. Ich liebe das einfach. Das ist richtig gut. Oh Gott, bist du schon wieder hier. Du hast wieder meine Forschungsergebnisse in deinem Namen veröffentlicht. Dachtest du, ich finde es nicht raus? Ich habe dir damit einen Gefallen getan. Du hast keinerlei Referenzen. Du hättest sonst bei einer seriösen Fachzeitschrift keine Chance. Niemand würde jemals wissen, dass es dich überhaupt gibt. Oh, aber sie werden es wissen. Ich habe dich auf jede erdenkliche Weise übertroffen. Was soll's? Ich habe, was ich brauche. Fehlt nur noch die Verfahrensweise. In der Tat. Und deswegen sind wir hier. Wir? Das wagst du nicht. Du kannst es ohne mich nicht vollenden. Gut erkannt. Bedeutet das jetzt, dass der Doktor der böse ist? Willst du jetzt Mitleid von mir? Ach, die Nummer schon wieder. Okay. Ah, nee, warte mal, sie funktioniert hier gar nicht. Ich kann ihn auch nicht mehr aufsammeln. Ripp, mein cooler Bolzen. Ne, warte mal, ich muss euch ja über den Haufen schießen. Ich muss ja hinten auch nicht ran, ne? Da war ja was, ich muss ja hier. Ich muss ja die Nabelschnur bei euch abtrennen. Ja, Riesenbabys, ihr fucking... Bam, Junge! Oh, ups, muss einmal hier ran. Rotoperation. Einmal Nabelschnur entfernen. Hardcore. Bild ist ja mal echt hässlich, Mann. Holy shit. So, einmal abspeichern und dann rein mit uns ins nächste Kapitel, Boys. Oh shit, let's go. Lädt Kapitel 15. Das Angesicht des Bösen. Alter, habt ihr das Bild gerade gesehen im Hintergrund? Holy shit.
Habe ich mich gerade selber abgeknallt? What the fuck? Auf jeden Fall, hey, es geht. Was zur Hölle machen wir jetzt aber eigentlich auf einmal hier? Warum? Und der Spiegel ist schon mal deaktiviert. Okay, das heißt, hier muss irgendwas noch passieren. Wenn ich hier raus kann. Ich mag die Musik, ey. Ich weiß auch nicht, was es ist. Niemand mehr. Hier war anscheinend, glaube ich, niemand. Ist das Kidman? Vermisstes Mädchen. Kurze braune Haare, braune Augen. Hört auf den Spitznamen. Warte mal kurz, ich baue kurz mein Mikrofon beiseite, ich guck mal kurz ran. Ich habe keine Ahnung, was da stand. Ich habe kurz mein Mikrofon beiseite geschoben und auf den Bildschirm geguckt, keine Ahnung. Aber sie sieht schon ziemlich nach Kidman aus, ne, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, dann gehen wir mal den anderen Weg. Ich mag die Musik, das ist echt schön. Ja, hier kann ich rein. Warum auch immer. Ich habe noch einen Schlüssel, deswegen bin ich hier hingegangen. Ich bin echt gut. Guckt euch mal an, wie viele Schlüssel ich schon gefunden habe. Ich habe bestimmt kaum welche übersehen. Warum zur Hölle flüstere ich jetzt? Scheiß drauf, YOLO! Ich sehe das letzte Kapitel, was soll's? Okay, hör mal auf so zu reden, Alter. Es geht auf den Hals. Hello? Is somebody here? Hello? Warum ist hier keine Sau, Alter? Ich bin hier ganz alleine auf einmal. Das erklärt aber, warum hier niemand aufgeräumt hat. Da guckt euch mal, wie dreckig das hier ist, Mann. Widerlich. Ich denke, ich muss mich auf den Stuhl setzen, also gehen wir mal zum Stuhl. Oh ne, hier liegt ein Tagebüchlein. Wo kommt das auf einmal her? War das erst auch schon da? Bin ich echt so blind? Ermittler P. Sie wissen, warum sie hier sind. Detective Castellanos. Weil sie ihren Job nicht machen. Warum heißt er P, Alter? Sie haben eine unautorisierte Ermittlung unter Einsatz von Mitteln des Crimson City Departments, glaube ich war das, durchgeführt. Außerdem gibt es Berichte von Drohungen. Einschüchterungen und psychischer Gewalt. Castellanos, ich scroll ein bisschen weiter runter. Wenn Sie irgendwelche Beweise für diese Anschuldigung hätten, würden Sie jetzt meine Marke und meine Waffe kassieren. Sie waren offensichtlich vorsichtig, sonst hätten wir die schon längst. Aber wir behalten sie im Auge. Da sind Sie nicht die Einzigen. Denn was soll das heißen? Beschatten Sie mich weiter. Dann finden Sie es bald genug heraus. Was denn? Was denn raus, Alter? Wenn Sie so weiter trinken, müssen wir das... Will gar nicht. Okay. Ich habe zu arbeiten. Wir sind hier fertig. Sind wir hier fertig, okay? Ich scroll gerade runter und lese, während sie im Scrollen, Alter. Ich glaube, das macht sich scheiße. Fürs erste Jahr, wenn sie stehen auf... Was? Aber sie stehen auf dünnem Eis. Castellanos. Noch eine Sache und sie sind dran. Ich bin dran, wenn es vorbei ist. Detective Castellanos verlässt das Verhörzimmer. Wow. Das war eine Bassdrum. Alter, die ging richtig. Verstand verloren. Ey, das ist unhöflich, jemanden die Tür direkt vor dem Gesicht zuzuknallen, ne? Das ist cool. Das ist geil. Hier lang. Ich finde das cool, diesen Szenenwechsel. Einfach Bassdrum und obwohl sind wir woanders. Ich nenne es einfach mal Bassdrum, weil es ziemlich reingeht, Mann. Ist das ein Operationssaal, wo wir jetzt sind? Hey, warte! Die Dinger da oben, die Hauben da oben erinnern mich irgendwie an einen Friseursalon, wenn ich ehrlich bin. Aber die Dinge da unter, definitiv nicht, Mann. Holy shit, was zur Hölle ist das? So was ähnliches habe ich, glaube ich, schon mal in Wolfenstein gesehen, glaube ich. Wo die irgendwie das Rückenmark da so rausge... Oh, nee, ich will jetzt nicht drüber reden, Alter. Das war schon ziemlich krank. Leslie, mein Bruh, wo bist du?
Bra, bra. Hallo? Ziemlich offenes Gebiet dafür, dass hier kein Gegner ist, wenn ich so ehrlich bin. SH, wo sind wir hier zur Hölle? Warum hat das gerade geruckelt? Also gut, Kleiner, wo führst du mich hin? Das ist eine gute Frage. Bin ich hier, Mann? Leslie! Ich komme, mein Freund! Ich denke, mal mehr Sprint leveln sollen. Der Laden stürzt ein. Ich glaube, das weiß er. Ja, ja! Sebastian! Leslie! Beacon, genau wie Joseph gesagt hat. Kapitel 15, das Angesicht des Bösen. Bam, bam, bam. Ey, wir überleben auch echt jeden Scheiß, wie ich das so sagen darf. Ich meine, wie sind wir jetzt auf einmal hier gelandet? Wir müssen ja irgendwo von oben runtergefallen sein, aber heiß. Dieses Spiel macht mich fertig. Leslie, Alter, High Five, Mann. Okay. Leslie, Mann, Alter, High Five! Was? Wer auch immer mich hier hin und her teleportiert, ne? Danke, du ersparst mir echt einen ordentlichen Weg. Dankeschön. Oh, shit. Oh, warte mal, ich dachte, ich kann das aufsammeln. Ich dachte, das wäre jetzt wieder so eine Karte, Alter. Warum ist es immer so duster hier? Oh Gott, wir sind schon wieder hier. Ich hab's gewusst. Du Jäklippe. Ey, das war vorher noch nicht hier. Also, als wir das erste Mal hier waren, ne? Vor ungefähr, lass mich kurz auf die Uhr gucken, 12 Spielstunden ungefähr. Alter, das Spiel geht ganz schön lange. Ich mag das. Ich meine, gut, mittlerweile bin ich auch so einer, der so sitzt. Ich würde es gerne durchhaben, damit ich mal ein anderes Spiel wieder spielen kann, ne? Das zählt. Oh, wir sind wieder hier. Hier hat alles angefangen. Alles hat hier angefangen, Mann. Back to the roots. Dass ich das noch miterlebe. Ich kann keine Spritzen und Munition einsammeln. Weil einfach alles voll ist. Dass ich das noch irgendwann mal miterlebe, Mann. Holy shit. Als nächstes für die Schrotmunition, da kann ich auch keine mitnehmen. Och, doch, gut, da kann ich was vertragen. Hiervon hätte ich ehrlich gesagt gerne mehr als nur eine Patrone, weil ich die halt ziemlich weggeballert habe gegen dieses eine Schleim-Tentakel-Hentai, was auch immer, Vieh. Ich würde hier gerne... Okay, dann eben nicht. Da ist aber, glaube ich, was. Komme ich hier vielleicht durch? Muss ich hier vielleicht rein? Hier Schüsse. Oder auch nicht. Vielleicht, dass ich da, vielleicht sehe ich jetzt mehr. Auch wenn das nicht der Fall ist. Hier ist Munition und Spritzen. Ah, oh, oh mein Gott, bin ich blind, Alter. Ja, die Tür war doch vor. Also das erste Mal hier war die Tür nicht da. Oh, was. Was laber ich hier überhaupt, Alter? Hier ändert sich doch eh alles. Alle 3 Minuten. Warum ist hier noch eine Spritze, Alter? Fucking Mann, fuck Mann, Alter. So heroinsüchtig bin ich nun auch wieder nicht. Alter, alle 2 mehr eine Spritze. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Gerade war ich noch ganz oben. Jetzt bin ich auf einmal wieder ganz unten. Oh,
Scheiß Spiel, Mann. Ich wollte nur einmal oben auf sein bei den ganzen Gegnern. Weißt du, die sind immer alle oben und nicht immer unten. Und schon wieder so ein Arsch. Lange Leiter nach unten. Oh mein Gott, ich sehe den Boden. Der Boden sieht aber ziemlich widerlich aus. Oh Gott. Weg, oder? Weitere Empfindungen, als sie mein Großhirn sondierten, meine Arbeit begutachteten. Eine Unendlichkeit der Intensitäten. Schmerz. Lust. Sorgen. Ekstase. Vermischten sich zu einem einzigen, durchdringenden Geräusch, bis die Dunkelheit durchbrochen wurde von Funken wie glitzernde Sterne. Der Schmerz. Das Geräusch und das Licht vermischen sich und nehmen Form an. Es ist der Ort, der mir so bekannt ist. Mein Gefängnis. Mein Heim. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Das ist einfach nicht so gemein. Der wurde auch hintergangen. So wie wir, glaube ich. Warte mal, hier waren wir doch schon. Okay, hier ist der komische Drecksteich, wo wir schon mal drinnen waren. Aber ich kann doch auch hier lang gehen, oder nicht? Ah, hier ist nur Glibber, okay. Ich komme mal nach Fallen. Aber hier ist nur Glibber, ne? Ja, hier ist nur Glibber. Warum finde ich eigentlich noch Glibber, Mann, Alter? Das Spiel ist doch schon so gut wie zu Ende, oder nicht? Es sei denn, das letzte Kapitel ist das längste Kapitel. Das wäre natürlich dann so ein bisschen... so. Ho! Schon gehabt? Ich denke mal, ich muss ins Blut rein, damit es weitergeht. Aber vorher könnte man immer noch hier hingehen und einmal... Ich wollte gerade sagen, abspeichern, aber... egal. Warte mal, wir gehen jetzt... den Weg wieder zurück, von dem wir hierher gekommen sind, beinahe schon. Hey, Leslie, bra, ich find's schön, dass du auf mich wartest. Du bist ein cooler Socke. Was hab ich eigentlich erwartet, Mann? Das war doch eigentlich klar, dass... Leslie ist irgendwie die Person, die ich... der ich andauernd hinterher renne, aber ich sie einfach nicht finde. Lol, wir sind wieder hier. Bist du noch am Anfang? Hier konnten wir doch nie durch. Und jetzt auf einmal schon. Es fühlt sich so gut an, so befreiend. Kann ich da nicht rein? Ich glaube, ich kann nicht rein, ne? Nein, 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 nein. Meine Güte, kann die Tür nicht einfach mal aufbleiben? So, was ist hier? Oh, nur Glibber. Okay. Ich glaube, das erste Mal, als wir hier waren, mussten wir hier weiter, ne? Da war hier, glaube ich, eine Leiter nach oben. Diesmal nicht. Diesmal müssen wir hier weiter. Wenn Leslie dann um die Ecke steht, dreh ich nochmal um. Aber wir haben ja noch einen anderen Weg, den wir gehen können. Und ich würde halt erstmal alles offen halten. Wer weiß, vielleicht ist da nämlich noch Loot. Aber es gibt nichts Geileres als Loot. Oh shit, Alter. Ich habe direkt den Loot-Weg gewählt. Ich bin so gut, Alter. So gut. Hey, mit dem Loot. Was? Mehr nicht. Mehr nicht. Mehr nicht. Nur scheiß zwei Sniperkugeln. Na gut, das Scharfschutzgewehr ist schon ziemlich stark, ne? Aber jetzt mal ernsthaft, Alter. Spiel, come on, Junge. Come on. Ich meine, gut, das Spiel, Mann, ist ziemlich cool gerade zu mir, ne? Ich meine, ich habe Revolver komplett voll. Dann habe ich noch das Ding und dann hier. Hört euch. Damit kann ich hier richtig einen reinwürgen. Ich habe keine explosiven Pfeile mehr, sehe ich gerade. Ich hab doch bestimmt noch eine Menge Zeug, damit ich was craften kann. Ich fühle mich, das Spiel fühlt sich mittlerweile ein bisschen an wie Minecraft, wenn ich ehrlich bin. Oh yeah. Damit wir den Gegner ja richtig eine reindrücken. Mit dem Ding hier. Bam! Ich rüste erstmal den, Blitzbolzen. Wo renne ich hier überhaupt hin? Ich guck ganz auf den Bolzen und renne einfach mal random in den Raum, wo ich drin war. So, auch weiter geht's. Let's go. Wann kommt endlich der Bossgegner in diesem Spiel? Ich will Asche treten. I am ready. The fuck? Nee. Nein. Will nach Leslie? Will nicht dahin. Nein!
What the fuck? Ich glaube, ich muss da lang, aber ich gucke mal, ob hier unten was ist. Ne, ist nichts. Okay, weiter geht's. Auf nach oben zu Leslie. I'm coming. Alter, wie rennt der denn die Treppen hoch, Junge? What the fuck, Alter? Habt ihr das gerade gesehen? Das sah übelst cringy aus. Fuck, Alter. Hallo? Kann ich mich jetzt hier überall umgucken? Sind jetzt überall so nur Räume? Zum Glück, ich muss nichts lesen. Als ich bemerkte, dass Jimenez mich hintergangen hatte, war es schon zu spät. Ich war so nah dran. Er wusste es. Er wusste, dass ich zu sehr auf meine Sache konzentriert war, um die Männer zu bemerken, die er mitbrachte. Ansonsten wären sie nie an meinen Fallen vorbeigekommen. Ihr Apparat ist die Pervertierung meines eigenen. Des Apparats, den ich hätte bauen sollen. Meine Daten, meine Ausrüstung, meine Theorie, mein Geist. Sie haben meine sterbliche Hülle ersetzt mit einer neuen Dimension der Qual. Alles klar, Ruvik. Alles klar. Ich hab's auf jeden Fall verstanden. Interessant. Ja, aber auch irgendwie nicht. Bam! Nächste Tür. Nächstes Geheimnis.